rückwärts aufsagen. Also, ihr müsst gleich Redewendungen, Sprichwörter, Wort für Wort von hinten nach vorne aufsagen. Und ich kann aber sagen, es sind wirklich Sachen, die man kennt tatsächlich. Es ist nicht irgendwas Kompliziertes. Wenn ihr einen Fehler macht, müsst ihr wieder neu von hinten beginnen. Ihr spielt den gleichen Satz beide nacheinander. Die zweite ist dann immer erstmal isoliert. Wer den Satz in der kürzeren Zeit einmal komplett richtig am Stück rückwärts aufsagt, bekommt einen Punkt. Wer von 7 Sätzen mehr Punkte macht, gewinnt das Spiel. Wir haben auch ein Beispiel, das ich mal kurz sage. Ich nenne euch immer zuerst das Sprichwort. In diesem Fall ist es: Stille Wasser sind tief. Jetzt müsst ihr halt hinten anfangen. Tief sind stille Wasser. Stille. Wäre jetzt falsch. Sind. Wasser, scheiße. Also ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich spiele gerade für euch. Got it. Zeit läuft weiter, dann kommen wir, fang ich wieder von so hinten an, okay. Bis es richtig ist. Tief sind Wasser stille, dann stoppt die Zeit. Sobald ihr einen Fehler macht, hört ihr ja das Signal und ihr fangt wieder, eigentlich sagt man ja von vorne an, aber in diesem Fall ja von hinten an. Ja. Die Zeit läuft immer weiter, bis es richtig aufgesagt wurde. Mhm. Okay. So, Münze entscheidet, wer anfängt, dann immer im Wechsel. Rot fängt an. Du bekommst genau die Brille und Kopfhörer auf. Oh. Jo. Okay. In diesem Fall kontrolliere ich mal genau, ja. Weil jetzt kommt es ja aufs Hören tatsächlich an. Also, Spiel soweit klar. Ja. Es ist tatsächlich nur eine Konzentrationsphase. Man muss das Sprichwort selber auch ja gar nicht kennen. Ja. Hauptsache, nur von hinten nach vorne richtig aufgesagt. Ich sage immer erst das Sprichwort, die Redewendung. Und wenn ich sage, Zeit läuft, dann kannst du auch anfangen. Okay. Okay? Okay. Wenn du was nicht verstanden hast, wiederhole ich natürlich gerne das Sprichwort. Fangen wir also an. Hier die erste Redewendung. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dritte. Moment, warte. Ich sag immer los. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und die Zeit läuft. Dritte freut der. Der. Scheiße. Dritte, ruhig. Der freut. Ruhig bleiben. Ich sag's auch gerne immer nochmal. Okay. Dritte, der sich freut, streiten zwei, wenn. Ha? Eins vergessen, wenn zwei sich streiten. Wenn. Okay, dann nochmal ganz von Anfang. Ja. Dritte, der sich freut. Sich. Ha? Oh, fuck. Okay. Einmal durchatmen. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dritte, der sich freut. Streiten. Sich zwei, wenn. Jo. Ruhig, nochmal durchatmen, dann flack. Das war so schlecht. Oh mein Gott, peinlich. Okay. Du kannst jetzt natürlich zuhören, weil du kennst es ja. Ja. Ich sage immer erst das Sprichwort einmal. Und wenn ich sage, Zeit läuft, kannst du anfangen. Wenn du irgendwas nicht verstanden hast, wiederhole ich es gerne. Du kannst auch jederzeit nochmal nachfragen. Die Zeit läuft aber immer weiter durch. Ja. Hier das Sprichwort. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Zeit läuft. Dritte, der sich freut,
streiten, sich zweiben. Das war schnell. Mega. Jetzt schalte ich dich ab. Dankeschön. Aber hat Zeit zum Durchatmen, zum Konzentrieren, nicht nervös werden. Das ist nämlich meist das Problem, wenn man einmal raus ist, sich dann wieder zu fangen, ist immer schwierig. 1:0, hier dein nächstes Sprichwort. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Die Zeit, soll ich nochmal? Nee. Zeit läuft. Morgen auf nicht verschiebe das besorgen kannst heute du was? Das war mal schnell. Oh, Leonie! Ich bin echt schlecht in solchen Dingen. So schlecht. Nein, 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 gar nicht so. Egal, ich versuche. Durchatmen, ja. Immer wieder von vorne anfangen, im Kopf, dann kommt man auf das Wort. Aber zugegebenermaßen war das wirklich schon gut und sehr schnell. Okay. Also, die Redewendung heißt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Zeit läuft. Morgen auf nicht. Aha. Verschiebe das. Besorgen, was du heute kannst. Kannst heute was? Du was? Du was? Oh mein Gott. Aber du musst nicht mehr, weil es war eh die Zeit schon. Aber genauso funktioniert es. Wenn du weiter so machst, wunderbar. Leonie war aber schneller. 2:0. Jetzt musst du, glaube ich, wieder abgeschottet werden, damit du das Sprichwort nicht hörst, weil beide bekommen das gleiche Sprichwort. Ja. Ja. Danke. Ganz genau. Durchatmen, ruhig bleiben. Ich weiß nicht, ob das... Nee. Also lieber die Hände wegnehmen, ich weiß nicht. Naja. Stefanie, dein nächstes Sprichwort laut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sag einfach mal. Obwohl, nee. Nee, nicht, dass sie abheben, aber sieht alles gut aus. Also, Sprichwort heißt: einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Maul. Moment, Moment. Immer nicht. Ich weiß, das ist jetzt richtig blöd, aber immer erst warten, bis ich sage, Zeit läuft. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, Zeit läuft. Maul ins nicht. Man schaut. Gaul geschenken einem. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sorry. Das war schnell. Sprichwort lautet: einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Die Zeit läuft. Maul ins nicht. Man schaut.
Gaul Geschenken einem. Das war schon gut, aber es geht wieder besser. Punkt für Leonie. Jetzt du wieder. Dankeschön. Das ist jetzt der vierte Satz. Logischerweise würde das heißen, wenn du diesen Punkt jetzt machst, steht es 4-0. Dann haben wir nur noch drei Sätze. Dann hättest du diese Show gewonnen. Wenn ich den hier mache. Wenn ich den jetzt mache. Wenn du den Punkt machst. Ja. Na dann. Ach so, na dann. Hier das Sprichwort. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Zeit läuft. Schiff sinkende. Das. Verlassen. Ratten die. Das war schnell. Das war schnell? Das ist aber auch ein kürzerer Satz als sonst. Aber es ist auch ein relativ kurzes Sprichwort. Okay. Soll ich Druck machen? Nee. Gut. Konzentrieren. Das Sprichwort heißt: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Zeit läuft. Schiff verlassen. Ach, Schiff. Das verlassen. Schiff. Sinkende hast du verstanden. Sinkende. Wir haben eine Gewinnerin. 100.000 Euro. Oh, schön, gegen dich zu spielen. Das hat Spaß gemacht. Corinna überreicht die 100.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch an Leonie. Aber auch Steffi, Stefanie Giesinger. Dankeschön. Gut gekämpft, immer wieder reingekommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, egal wer heute hier gestanden hätte, Leonie war heute wirklich großartig. In jeder Disziplin ein Wahnsinn. Vielen Dank an Leonie. Vielen, vielen Dank, Stefanie Giesinger. Gut gekämpft, Corinna Rodrigo. Dankeschön das Publikum. Ich mache jetzt erstmal eine Arschbombe und freue mich auf nächste Woche der Seegolf-Abschluss wieder. Bleiben Sie einfach dran hier bei ProSieben. Eine Woche lang. Dauert ja nicht so lange. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.